Jo und willkommen meine lieben Freunde zu World of Tanks mit mir den Florian von Parasimplex LP und mit dabei ist der Matsu HD. Jo, hallo Leute. Jo, wie gesagt, wir zocken weiter mal ein paar Runden WOT und hoffen einfach mal auf eine gute Runde. Wir hoffen auf eine gute Runde. Wir haben jetzt schon eine halbe Stunde aufgenommen, dabei ist leider nichts rumgekommen. Ja. Und hoffen jetzt im Top-Tier-Gefecht was reißen zu können. Was spielst du? Du spielst deinen Jagdpanzer. Ja. So. Jetzt sind wir auf der anderen Seite, wo du vorhin gesagt hattest, dass du bis jetzt immer hier gestartet hast. Ja, hab ich lieber. Wobei ich mich jetzt gerade frage, warum habe ich jetzt 11 FPS? Ich hab 31, ich hab ganz normal. Ja, warum habe ich jetzt 11 FPS? Das ist komisch. Ja. Ich hab sonst 40 beim Aufnehmen. Oh, wir haben 3 KV-1 als Gegner. Selber haben wir auch 2. Oh nein, Shinui Kai haben wir als Gegner. Scheiße, nein, 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 nein! Oh Gott. Ich werde jetzt beinahe. Hätte ich einen Unfall gebaut, weil ich kurz abgelenkt war. Ich hab die Aufnahme kurz unterbrochen, jetzt neu gestartet. Jetzt habe ich wieder 40 FPS. Das ist äußerst, äußerst merkwürdig. Ja, da habe ich wohl die Trollgun am Start, Digga. Die Trollgun, um dich zu trollen. So, hier ist auf einen Jagdpanzer rumgedüst. Wann kommt denn der endlich? Extrem genialer Churchill hat sich so gedacht, komm, ich stelle mich mal genau vor den KV-1 aus unserem Team. So, dass ich ja nichts mehr sehe. Das Gute ist jetzt, sein Panzerfrack und ein anderes Panzerfrack stehen halt so rum, dass sie mir beide als Schild dienen. So, Blindshot rausgehauen. Alter, hier kommen halt einfach mal 3 oder 4 Panzer über die Mitte gefahren. Und ich stehe alleine da, glaube ich. Na, du bist nicht alleine. Also, die meisten sind jetzt in der Mitte. Aber gerade auf meiner. Oh, T1 Heavy ist gut. Aber gerade auf meiner Seite ist nichts los. Ah, da ist ja der Jagdpanzer. So, wieder eine 180er Schelle. Sind wir schon bei 400 Schaden jetzt? So, erster Kill. Next. Haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Du bist lieber der, der Kills macht, ich bin lieber der, der Schaden macht. Ja. Du kannst jemanden Schaden zufügen, aber wenn du einen tötest, dann ist der Spaß vorbei für den. Ich habe das Töten an sich wirklich lieber. Also mir fetzt das lieber, wenn ich am Ende dastehen habe, 3000 Schaden verursacht, was jetzt diese Runde schon wieder sehr schwer wird, weil ich schon irgend so... Ich glaube, da spielt einer den gleichen Panzer wie du, der hat mir gerade eine 250er Schelle gedrückt. Die tat ein bisschen weh. Ich weiß, das soll ich ihn jetzt beglückwünschen. Ich bin stolz auf dich. Beglückwünsch ihn für die Sachen, die du beim Gegnerteam nicht hinkriegst. Jetzt gehe ich gerade auf den KV-1 drauf. So, was steht da noch? Ach, da steht auch noch ein KV-1. Gut, da hau ich auch mal einen drauf. Ah, hast du ihn gerade. Oh. Ja. Okay. Alter, das macht. Hätte ich das gewusst, dass das so Spaß macht, den KV-1 mit einer Trollgun zu spielen, hätte ich das schon viel eher gemacht. Ich hau jetzt auf den nächsten KV-1. Leider nicht getroffen. Kill Nummer 2. Ja, langsam läuft's doch hier. Langsam läuft's. Leckt's mich. Das die Aufnahme wird besser, denke ich. So, wieder 146 Damage und haben wir wieder einen zusammengeholt. Dies hier, ja. Ich mach den Schaden, du die ja, Kills. Kill Nummer 3. Perfekt, läuft. Und dann gibt's nicht mal Streit, weißt du, das ist gut. Ja, wir sind uns einig. Ah. Das ist ein B1, den hole ich mir glaube ich alleine, weil du da nicht rankommst. Oh, da hinten ist... Shinui Kai, kriegst du den? Die Panzerung habe ich schon mal weghauen. Shinui Kai zerlegt mich nämlich gerade. Oh. Ja, es lebt nur noch der mittlere Panzer. Ah, du hast doch auch 2 Kills. Okay, du bist weg. Na klar, Mann. Ist klar. Wo war er? Was? Weißt du das? Ist nicht aufgegangen, steht ganz hinten im Wald. Ah, hinterm Hügel auch noch, ey. Ne, gerade runtergefahren. Ja, das heißt, ich muss dorthin. Naja, 1058 Schaden, das geht schon mal. Ist die Frage, das fährt er jetzt an den Berg vorbei? Fährt er weiter? Abhauen kann er nicht. Ja, er kann nach... Kommt ja vor 3 Seiten. Naja, er kann nach hinten abdüsen. Ja. Wo ist Sixsuch? Ist auf jeden Fall noch da. Das ist doch Wenn schon mal. Wenn es sich gut anstellt, holt er dich auch.
Ah, der ist Inukai voreilig. ist ein starker Panzer, der kann 160 Schaden machen mit einem Schuss. Ja, jetzt wäre es gleich. Nee, das überlebt er nicht. Paran, lad HE durch und Nee. schießen ab. Wenn er noch nach hinten fährt oder nach vorne. Na los, fahr, du kannst ja doch gar Gott, nicht ich hab was ihn einfangen. verfehlt. Ich hab ihn verfehlt. Ah, oh, ich hätte ihn noch kriegen können. Traurig. Ja. Bin mal gespannt, was für ein Abzeichen ich krieg. Bestimmt eins. Ich krieg nix. Wirkungsfeuer habe ich nur gekriegt und Überlegenheitsabzeichen zweiter Klasse. Habe Überlegensabzeichen dritter Klasse. So, wie viel Schaden hast du gemacht? Meisten 1058. Also Schaden habe ich Team. 767 Grad. Besser bei uns im Team vom Damage her. Was mit dem KV1 und der Trollgun im Top-Tier nicht schwer ist. Macht aber Spaß. Ich fahr nochmal KV1. Macht Bock. Ich hoffe, Ja, der macht. ich überlege ich gerade. Ach, ich bin mit Jagdpanzer einfach zufrieden. So. Du musst dann gleich nachher meine Freundin abholen. Ui. Genial, genial, genial. Ich freue mich. Ich habe nämlich gerade einen Monat Fahrverbot, ne? Wie hast du das denn geschafft? 31 km/h zu schnell gefahren innerorts. Ah. Was lernt man daraus, Kinder? Fahrt nicht zu schnell. Das kostet 200 € und ist scheiße. Ich bin einmal zu einer Dame gefahren und halt wieder nach Hause gefahren, weil ich sie besucht hatte in München. Da hatte ich 3 Stunden Fahrt hinter mir am frühen Morgen, deswegen sah ich aus, also ziemlich schlapp aus. Dann wurde ich auf der Autobahn angehalten, weil sie den Verdacht hatten, dass ich Drogen genommen habe. hatte ich meine erste Polizeikontrolle mit Drogentest. Ich habe noch nie eine Polizeikontrolle. Noch nie angehalten worden. Ja, wie gesagt, die haben mich deswegen angehalten. Die haben gedacht, ich bin so ein richtig schlimmer Finger und so weiter, weil ich so halt so aussah. Totale Vorurteile und alles. Die dachten wirklich so, ja, du tust doch mal rauchen oder sowas oder richtig mal Alkohol. Danke für den Schaden. Du wirst hier rumgeschubst, erst der eine dich weggeschubst. Ja, immer auf den Kleinen, ja. Dann wunderst du dich doch, dass ich Teamkills mache. Ne. Die haben alles gedacht. Ja, du trinkst so voll viel Alkohol, du rauchst und so weiter. Nicht so, nein, 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 nein. Alles nicht. Ja, was ich schlimm finde, ist, bei den Polizisten sind immer so unfreundlich. Ah. Oh. Ich hatte das Glück gehabt, das eine war ein Mettler. Und der war richtig sympathisch. Da war richtig nett drauf. Ja, manchmal hast du echt so Leute, die maulen halt nur rum, die sagen nicht mal Hallo und. Leichter Panzer, wo meine K Jawohl. abgeprallt ist. What the fuck? Ja, der hat komplett runde Form. Da kannst du durchaus mal abprallen. Und weg ist er. Das war's mit der runden Form. So, guck ich mal in die andere Richtung. Da ist ein mittlerer Panzer. Ah. Ich frage mich gerade, wo die Heavys von denen alle langfahren. Na guck mal, ich stehe genau in der Mitte schon. Und hier ist nicht ein Gegner. Ja, Ist jetzt ich guck aufgetaucht. gerade auf die andere Seite. Ah, da haben wir jemanden gefunden. Die verstecken sich, die sind mehr defensiv gerade. Ach, die fahren alle hinten am Strand, gucke mal. Die sind Ja, dann wirklich. ignorieren wir doch erstmal die, die am Strand sind und dann gehen wir erstmal auf das Restteam von denen, würde ich sagen. Ah, schwerer Panzer, komm zu mir. Ah! Bis auf 9 Leben Falls Richtung runter. Base. Er guckt mich an. Er hat verfehlt. So, Kill wieder Nummer 1. Ach, das macht mich so glücklich. Fahre ich gerade Richtung Base in Hoffnung, mir die Artis zu holen. Glaube, die eine Arti flieht. Vielleicht kriege ich die sogar, wenn die flieht. Alter, wie schnell fährt denn die F304? 100 km/h läuft bei der. Das war halt vielleicht taktisch nicht ganz so klug von deren Heavys so zu fahren, wie sie es tun. Sieht man ja jetzt gerade, die werden ganz schön zerlegt hier, also das Team von denen. Ja, das System von denen ist wirklich schlecht. Das ist. Alter, hast du das gesehen? Fuck you, Ja. Alter!
Ein Leben! Ein Leben! Ja, ich hab ihm 399 und er überlebt mit 1 HP. Ja, da hab ich genau gerade zu dir geschaut. Ich hab's noch drinnen, ja. Alter, das ist Alter, sowas mach auch nur ich. Sowas mach nur ich. So, die restlichen sind jetzt alle am Strand wahrscheinlich. Ja, bis auf die eine Arti da unten, da fahr ich gar nicht erst hin. Ja, ich weiß nicht, die meisten von denen, von euch wollen jetzt wahrscheinlich jetzt gerade einnehmen, hä? Ja, nee, ich werde nicht einnehmen, ich fahre hier nur durch. Aber in dem Load hier ist halt das Problem, dass die Teammates immer einnehmen, keine Ahnung warum. Ja. Du schuldest mir ein paar Credits, wenn wir das jetzt so richtig heil überstehen. Wegen den Rammen. Wegen die Reparaturkosten. Ja. Damit ein Leben, damit ein Leben. Und ich kann ihn nicht sehen. Er steht direkt vor mir. Ey, das ist richtig bitter. Wer macht denn bitte schön 399 Schaden? Jawohl, nochmal ordentlich Damage rausgehauen. Geil ist auch, ich treffe hier die ganze Zeit nur auf die Level 5er und so. Level 6er noch nicht einmal gesehen. Oh Gott, ich habe noch 2 Leben, ich bin weg. Ich habe jetzt gerade einen leichten Panzer zu Tode gerammt. Mit meinem Jagdpanzer, mit meiner kleinen Schüssel da. Ja, rammen solltest du eher nicht so, da. Ja, ich habe ihn wirklich nur mit meinem einen Eck gerammt. So wirklich. Nein, ramm mich nicht! Boah, bist du doof, ich habe 2 Leben und du rammst mich. E-Mate oder was? Ja. Ja, das ist doch mal. Hey, jetzt siehst du, jetzt läuft's. Die zweite Aufnahme läuft richtig gut. Ja. Und du wolltest schon was an das Spiel. Ja. Schön, macht Spaß so. Ja. Wieder 1000 Damage die Runde. Und ich überlebe sogar noch mit 2 Leben. Mich würde es ja jetzt noch freuen, wenn ich dem KV2 noch ordentlich was drücken könnte. Ja, ich bleib hier hinten. So, am besten besiege ich den als KV1. Das wäre die Oberblamage für ihn. Aber er dreht gerade in meine Richtung, fuck it. Ah, der schießt nicht auf mich, weil ich zu fett bin. Zu fett gepanzert. Ja, da ist auch der Hellraiser Reis. Wie heißt der Hell? Hellraiser Reis? Der hat auch die Trollgun drauf. Ja. Alter, jetzt ist gerade eine Kugel bei mir noch vorbeigeflogen. Wo schießt denn der hin, ey? So, ich hab ihm nochmal 2 mitgegeben. War wieder eine geile Runde. Ja? Wieder 1200 Schaden gemacht. Ja, 3 Kills, ich bin auch zufrieden. Schadenmäßig 1038. Reicht. Oh, ich bin Panzermeisterschütze, wie denn das? Verursachen Sie in einem Gefecht den meisten Schaden über eine Distanz von 300 Metern. Naja, okay. So, noch eine Runde, würde ich sagen. Eine geht noch. Noch einmal dasselbe. Weil es gerade so gut läuft. Jetzt läuft's scheiße, nur Siemer. Oh nein. wir haben jetzt. Ich bin hellseher. Aber auf der Map kann man trotzdem was reißen. Ach, die? Ja, die habe ich auch gern. Du musst schön hinten stehen bleiben. Ja. Ich werde vor zur Kuppel fahren. Ja, ich überlege gerade, ob ich nach oben fahre oder nach unten. Ich glaube, ich fahre nach unten. So. Ich fahre genau dahin. Und du kannst dich eigentlich hier hinstellen. Dann kannst du nämlich genau darüber snipen, sozusagen. Okay, ich kann es mal probieren. Musst halt nur aufpassen wegen Arti und dann mal. Also nach jedem Schuss wirklich die Position aktiv wechseln. Wegen Artis halt. Mensch, oh lol. Der andere, der Minu, der ist der gleiche Panzer wie ich. Der steht direkt neben mir. Wir kuscheln uns richtig miteinander. Wenn jetzt da ein Artillerie kommt, 2 auf 1 Streich. Ihr seid ja auch nur 3 Jagdpanzer, glaube ich, bei uns im Team. Ja, die haben 4 und 2 Artillerie und einen leichten. Okay. Ah ja, wir haben mehr mittlere Panzer. Dafür haben die mehr Jagdpanzer. Heavies haben die, glaube ich, auch mehr, oder? Heavies? Ja, einen. Oder? 3, 4, sogar 2 mehr. Ne, einen. Na, ja. Wir haben definitiv die besseren Heavies. Die haben 2 KV2, die wahrscheinlich beide mit Trollgun fahren werden. Und ich kann hier anscheinend abhauen, weil hier ist nichts mehr. Hier sind keine Gegner.
Wir haben T29 am Start. T29, wenn er gut im Team gespielt ist, ist der richtig geil. Ja, da wo du davor warst, hinten lang beim beim Wasser. Da werden wir jetzt vielleicht ein bisschen Probleme kriegen. Ah gut, eine schwere Panzer kommt da schon hin. T29, den hätte ich zwar lieber hier gehabt. Also gesagt, unsere zwei Jagdpanzer sind jetzt übrigens von den Flecken da weg. Wir versuchen jetzt die andere Seite zu verteidigen. Lustig ist, ich musste einfach nur irgendwie reinholzen. Ich darf jetzt erst wieder nach vorne arbeiten, das kann jetzt wieder einen Moment dauern. Mitgetroffen? Nee, ne? Ach, das scheiß Churchill. Zweimal daneben gesammelt. Alter. Bist weg, hä? KV2 hat mich One-Hit gekillt. Wow. Volles Leben? Ja. Giga 2 ist zweimal gebaut, KV2 hat mich One-Hit gekillt. Ich weiß gar nicht, gegen KV2 komme ich nicht wirklich an. Kommst du aber leicht durch, also. Ja, ich aber ihr habt keine Chance, weil ihr kein Heavy mehr habt. Und mit drei Jagdpanzern reicht das nicht gegen die Armee, die noch aufzuwerten haben. Oh, das ist ein Emil. Oh, scheiße. Und da wollte ich ganz gerade langfahren. Egal, ich werde ehrenvoll untergehen. Ach, scheiße. Nein, scheiße. Ich hab gehofft, dass ich ihn jetzt auf die Ketten geschossen hab. Das naja. Hader ist noch da und Hummel ist noch da. Schön. Die zwei Artilleristen, die machen das. Easy. Ja. Nee, ich hab schon... Hummel hat nur... Oh, getroffen. Ich hab schon mal gehabt, das hab ich sogar als Aufnahme. Keine Ahnung, welcher Part von den 100 Stück, wo ich hab. Eine Artillerie hat am Schluss noch drei schwere Panzer besiegt. Wie viele? Drei. Das war diese eine Map mit diesem Sägewerk und so weiter. Ja. Die hat dann sich hinter einem Zug versteckt und hat den letzten schweren Panzer noch besiegt. One versus one, alle beide volles Leben. Naja, und der hat drei Stück am Schluss noch gekillt. Jo. Ja. So, zusammenfassend kann man sagen, denke ich, zwei gute Runden, eine beschissene. Ja. Obwohl wir zur letzten nichts konnten. Die letzte war ja schon fast vorprogrammiert. Ich wurde halt 640 One-Hit gekillt, das ist auch mal was Neues für mich, von einem KV2 gewone-hitted zu werden. Aber so ist das Leben, liebe Kinder. Jo. Und das war's erstmal, denke ich. Jo, das war's. Und wie gesagt, morgen gibt's dann wieder Wausrennen, also wieder unbedingt anschalten. Und ja, bis dann, Leute, haut rein. Ciao.